Whitney's Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mit europäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Ein sonniges Solli von mir an euch lieben Seelen da draußen und ein ebenso sonniges und herzliches Dankeschön an alle Sender, die uns live übertragen. Wer das alles ist, könnt ihr auf unserer Seite mywakenews.wordpress.com nachlesen. Auch ein besonderes herzliches Dankeschön geht an die Musiker, die uns ihre Musik frei zur Verfügung stellen und uns auf diese Weise, auf dieser Ebene erreichen. Gerade eben haben wir gehört
haben wir gehört, Regenlaune, mit dem Titel Weiß der Himmel. Entschuldigung für mein Räuspern. Ja, das passt zu unserem heutigen Thema. Wissen ist Macht, ist Wissen Macht. Ja, draußen ist schönes Regenwetter, darum auch so ein tolles Lied. Ihr könnt mir auch natürlich schreiben auf meine E-Mail-Adresse, die da lautet maria@wakenews.net. So, fangen wir mal an. Was wissen wir? Wir wissen das, was man uns gelehrt hat, das, was wir erfahren, das, was wir erleben, das wissen wir. Sag ich mal. Wir lernen von unseren Kindern, wir lernen im Kindergarten, wir lernen draußen in der freien Natur, in der Schule, von der Kirche, manche auch aus den Medien, leider. Aber bringt uns das Wissen was? Ihr kennt alle den Spruch, Wissen ist Macht. Aber ist das auch so? Ich habe da ein schönes Bildchen von einer schönen Hauswand, wo da steht, Wissen ist Macht. Ist dieser Spruch wahr? Oder nicht? Vielleicht stimmt er gar nicht so genau, wenn man das... also Wissen ist meines Erachtens nach nur dann Macht, wenn man weiß, was man mit dem Wissen macht. So war das bei mir. Jetzt habe ich mir das zum Thema gemacht, um das mit euch durchzugehen, weil ich schon fühle, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Wir werden rausgerissen. Wir haben alle auf der Schulbank gesessen und haben viel gelernt. Uns wurde Wissen eingebläut. Welches uns aber, wie ihr das bestimmt auch gemerkt habt, von uns trennt irgendwie. Also jeder, der, wir waren alle auf der Schulbank, wir kennen alle das Gefühl, dass wir da nicht hingehören. Man fühlt sich irgendwie sofort unter Druck gesetzt, es geht sofort los, du musst das lernen. Und wir lernen das, was sie glauben zu wissen. Also dieses Wissen ist teilweise auch gar nicht so schlecht, gar nicht so unreal. Sie sind ja auch ehrlich teilweise, wenn man genau zuhört, wenn man sein Wissen hat, in seiner Mitte ist, dann kann man, ist es ein leichtes, das rauszufiltern, was daran wahr ist und nicht. Wir lernen das, was sie glauben, damit wir wie Zombies rumlaufen, damit wir nicht zu uns selbst finden, damit wir gehorsam sind und machen, was die Gesellschaft sagt und das als unsere Pflicht sehen, dass wir die Wünsche der Gesellschaft erfüllen. So. Wenn wir gehören zu dieser Gesellschaft und da müssen wir uns anpassen in die Gesellschaft und tun, was da die Gesetze sind. Hat man uns eingeredet. Jetzt wissen wir, weil wir das fühlen innerlich, dass das wahrscheinlich gar nicht so ist. Aber gucken wir weiter. Also Gehorsam, da ich auch ein sehr schönes Bildchen im Internet gefunden, da sieht man diese Soldaten, die in Gehorsam in den Krieg ziehen, was ja auch echt eine Überlegung ist, Mütter, lasst eure Söhne zu Hause, bitte. Sie gehen da in den Krieg, es fügt den anderen Menschen Schaden zu, steht da. Gehorsam fügt ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung schweren Schaden zu.
ja, man, wenn man gehorsam ist, dann erfüllt man den Willen eines anderen. Das ist nicht der eigene Wille, meistens. Vielleicht auch manchmal schon. Aber meistens, also ich kann nur von mir sprechen, ist das nicht der Fall. Ja, da fügt man sich selbst, indem man sich selbst beginnt zu verleugnen, weil ja das, was man fühlt, nicht dem entspricht, was man lernt von den anderen, die schon, die großen Alten, die schon viel wissen, die Lehrer, die Politiker. Ja, da kommt man schon arg weit weg. Wichtig ist, dass wir uns da nicht abbringen lassen von unserer Mitte und nicht gehorsam sind. Womit ich nicht aufrufen möchte. Das ist kein Aufruf zum Ungehorsam oder zum Aufruhr, sonst sowas, sondern wir sind keine Hunde. Und auch Hunde sind nur Lebewesen, die das auch nicht verdient haben, auf Kommando sitzen und Platz zu machen. Das ist manchmal, geht das nicht anders. Aber wir sind ja nicht so. Und wir müssen uns wieder bewusst machen, dass das Wissen uns ausmacht, wenn wir begreifen in uns, wer wir sind. Und das erlangen wir nur, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was wir gelernt haben und was unser inneres Wissen uns sagt. Also ich glaube schon, dass man da eine Trennung, also ich stehe nicht so auf Trennung sollte man nicht machen, aber da sollte man eine Trennung machen, um das richtig zu erörtern und rauszufinden, was einen selbst ausmacht, welches Wissen man nutzen möchte für sich und welches nicht. So, dazu gibt es sehr viele, viele Hilfsmittel, haben wir bekommen von Goethe, von, wie heißt er, Dali, etc. Punkt. Von unseren Eltern lernen wir ganz am Anfang ganz viel. Wir lernen das Sprechen, wir lernen uns zu artikulieren, aufzustehen. Unsere Eltern bringen uns sehr viel bei und wir haben dieses Urvertrauen, wo uns sagt, wir können unseren Eltern vertrauen, die sind für uns da, das wird schon stimmen, was sie uns sagen. Dabei sollten wir aber auch bedenken, dass auch unsere Eltern auf der Schulbank saßen und auch sie durch diese Gehorsamsmaschinerie durften. Und natürlich auch einige schwerwiegende Fehler begehen, ohne dass sie es wissen. Sie wissen auch nicht, was sie tun. Es ist ihnen auch nicht bewusst. Und wenn es einem dann bewusst wird, ist es sehr schwer als Elternteil, das umzusetzen im Alltag, weil die Gesellschaft doch so ignorant und intolerant dagegenüber steht. Und man wird sofort ausgemustert. Und ist ein spezieller Fall. Und das ist auch ein sehr schlimmes Gefühl, was einem da dann überkommt, nur weil man ist im Augenblick und nicht in der Zukunft, nicht in der Vergangenheit, sondern im Augenblick. Ja, das ist dann in dem Augenblick auch nicht einfach mit dem Wissen, das uns eingetrichtert wurde, diese Situation aufzulösen, weil man in einen Selbstkonflikt kommt. Gelernt habe ich, passe dich an, tue nichts, was der Gesellschaft schadet. Mein Innere sagt, die Gesellschaft schadet uns. Also tue nicht, was sie dir vorschreibt. Geh den Weg, den dir dein Herz aufzeigt und richte dich danach, wenn überhaupt. Weil auch das kann beeinflusst werden, wie wir alle wissen.
verschiedene Arten. Ja, da müssen wir ein bisschen Vorsicht walten lassen, was das betrifft. Aber wir können uns in dieser Situation eine kleine Auseinandersetzung mit uns selbst gönnen. Diese Zeit sollten wir uns nehmen, können wir uns nehmen, um die Situation aufzulösen und unseren Jungen die Möglichkeit zu geben, sich frei zu entfalten. Ich bin mir sicher, dass genau darauf die Wichtigkeit liegt, auf unseren Jungen. Meine Pflicht ist es, dafür zu sorgen, dass mein Junge sich frei entwickeln kann, frei entfalten kann, ohne dass es zu Gehorsam gezwungen wird und von irgendwelchen Fremden dazu, Gehirn gewaschen wird oder emotional misshandelt, damit es in der Spur läuft, in der die Gesellschaft läuft. Also das Wissen müssen wir haben, um da ansetzen zu können. So. Das sind die Eltern, die eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung haben, die sie leider viel zu früh abgeben. Die Jungen kommen in die Kindergärten oder zu Tagesmüttern, was auch nicht immer eine gute Entscheidung ist, weil weshalb schicken wir die Jungen in Kindergärten oder in die Schulen? Können wir das nicht selbst? Haben wir nicht selbst dieses Wissen, um ihnen einen Stand im Leben aufzuzeigen? So, sie wissen ja selbst, was sie wollen und wofür sie da sind. Sie dürfen sich einfach nur daran erinnern. Und das sollten wir fördern. Das geht nur mit Wissensauseinandersetzung von Fiktion zur Realität. Ja, die im Kindergarten und in der Schule wird man dann getrimmt, damit man später in die Gesellschaft passt. Damit man lernt die Umgangssprachen, Sozialverhalten. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich nicht mit ihnen um? Das lernt man da. Da gibt es dann den Ruheraum, die stille Treppe, wo man dann psychologisch misshandelt wird, um in eine Richtung gedrängt zu werden, die angenehm ist für die, die überfordert sind mit frei lebenden Wesen, die sich frei entfalten, die kreativ sind, die neugierig sind, die wissen wollen, die zappelig sind, die säckeln und machen und tun. Das wird im Kindergarten angefangen abzutrainieren. Und in der Schule, die höhere Ebene, wird das dann nochmal verstärkt. Da musst du dann sitzen und dreiviertel Stunde sitzen, 5 Minuten Pause. Weiß nicht, ist das heute immer noch so? Echt grausam. Und immer die Uhr vorne dran, tick, tack, tick, tack. Und dann wirst du mit Wissen zugeballert, das aus Lüge besteht. Dir werden Wege aufgezeigt, die so gar nicht existieren, die erschaffen wurden von irgendwelchen Großmächten, die das Wissen haben und es aber nicht teilen mit allen Menschen, sondern das zurückbehalten und ihren Plan durchziehen. Denn sie wissen das. Und sie wissen auch, dass was man mit dem Wissen macht, dass das die Macht sein kann. Und darum geht es denen so gut. Weil immer noch dasselbe Wissen in der Schule gelehrt wird, die Geschichtsbücher werden umgeschrieben, das fällt keinem auf. Darum können die Eltern nicht mehr helfen in der Schule. Also, weil das Wissen nicht mehr vorhanden ist. So ist ja nicht unbedingt relevant, sag ich mal. Also ich muss da immer an dieses
an Garfield. Kennt ihr Garfield? Dieser Comic mit dieser Comic-Katze. Da gibt's so eine Szene, wo einer seine Frau fragt, wie denn ein existenzielles Huhn die Straße überquert. Und die Frau sagt einfach nur, das existenzielle Huhn nimmt die Straße gar nicht wahr. Wo wir gesagt bekommen, aufgezeigt bekommen, dass wir das gar nicht wahrnehmen müssen, können. Wir können das streichen. So, also wie gesagt, ihr müsst das selbst abfüllen, wie ihr das machen wollt, wie das für euch richtig ist. Ich werde oft gefragt, wie kann ich denn das vergessen, was man mir da gelehrt hat. Dazu mag ich sagen, dass ich vergessen für keine gute Idee halte. Also vergessen, wir werden schon gezwungen dazu zu vergessen, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir hier wollen. Unsere Aufgabe ist es, uns daran zu erinnern, wer wir sind, welche Macht wir haben, was wir für Veränderungen hervorrufen können. Und darum finde ich, vergessen ist eine total fatale Idee. Jedes Wissen kann uns irgendwie was bringen, wenn wir können das auch mit dem Hexen einmal eins auseinandernehmen. Ich habe auch das auseinandergenommen. Das Wissen ist Macht. Habe ich so ein bisschen mit Anagrammierung und dem Hexen einmal eins auseinandergenommen. Und dann komme ich doch tatsächlich auf Ich sein ist unendlich. Haha. Jetzt fragt ihr euch, wie kommt denn die jetzt da drauf? Also, wir nehmen das Wissen und machen erstmal das W vorne weg. Dann haben wir das ISSEN. Doppelbuchstaben, wie wir wissen, brauchen wir nicht. Machen wir noch ein S weg. Und schon haben wir das I und SEN hinten. Dann gehen wir bei dem Alphabeten, verrücken wir ein Buchstabe bei dem, also das I lassen wir stehen. Beim Sein, SEN, machen wir das I dazwischen, weil das I nach dem E kommt. AEIOU. Und schon haben wir Ich sein. Wissen. Ich bin. Im Endeffekt. Ist Macht, wenn man von der Macht das M wegnimmt, bekommt man die Zahl 8. Die Zahl 8 ist das Schleifensymbol für die Unendlichkeit. Und somit ergibt dieses Wissen ist Macht einen völlig anderen Sinn. Da kommt echt raus, ich bin. Ich sein ist unendlich. Das ist doch viel cooler, wie nur zu wissen, zu glauben, sondern ich bin das. Ich. Ja, das finde ich echt wie immer wieder faszinierend, wie das doch einfach dasteht, wenn wir da einfach nur mal genauer hingucken und uns die Zeit nehmen, um das ein bisschen auseinander zu pflücken. Und das ist ja echt nicht schwer. Ein Buchstabe weg, einer den nebendran hinzufügen, noch einer weg und dann haben wir doch schon das Wissen, das wir brauchen, um weiterzugehen und uns nicht einlullen zu lassen von dem Wissen, das wir aus der Schule haben, aus dem Kindergarten, aus der Lehre, die Ausbildung. Da kommt dann dieses Fachidiot dazu, wo du gebildet wirst auf genau dieses Ding und auf diesen Beruf und zwar nur genau bis dahin, wie du das brauchst, um nicht höher zu kommen als dein Chef. In Anführungsstrichen. Mehr Wissen brauchst du nicht. Alles andere würde die Position eines anderen vielleicht gefährden. Das möchte man nicht. Das möchte man vermeiden. Und dann kommt zu guter Letzt natürlich auch noch die Kirche hinzu, die das Wissen
der Welt arg verändert hat, an sich gerissen hat und ihr eigenes Weltbild kreiert hat und das nun in die Welt rausschreit. Das sollen wir alle glauben und das soll so sein. Und die Kirche, die holt dann alles aus uns raus. Sie macht uns erstmal hier mit der Taufe die Zirbeldrüse zu. Ein schönes Kreuz da drauf. Und dann, die Zirbeldrüse ist unser erstes Auge, das da oben in unserer Stirn sitzt, über den Augen, die man uns jahrhundertelang verkalkt hat. Das Symbol der Zirbeldrüse ist eine Sabalot, ein Tannenzapfen. Seht ihr, da war das Wissen weg. Zack, wie heißt das? Tannenzapfen heißt das. Den Tannenzapfen finden wir in vielen, vielen Kulturen, weil die wussten, was das für eine Macht hat, dieses erste Auge, dieser Tannenzapfen. Ihr könnt euch auch einen Tannenzapfen mit in die Hosentasche stecken, um euch die Visualisierung zu erleichtern vielleicht. Wenn ihr euch mit euch selbst auseinandersetzt, könnte das eine Hilfe sein. Ja, und wir finden diesen Tannenzapfen finden wir auch auf dem Papststab wieder. Und nicht nur da. Also an ganz vielen Orten, die Freimaurer haben den auch für sich die entdeckt. Die Ägypter hatten den, die Mayas, überall. Die Zirbeldrüse. Die sieht auch aus, also wenn man den Querschnitt vom Gehirn nimmt, ist das der Querschnitt? Dann sieht man das All-Seeing Eye. Genau da oben. Ja, das war ein Glock, habe ich gemacht. Ist lustig, ne? Seid ihr noch da? Supi. Es ist schlimm, also man durch diese Taufe wird das zugemacht, aber keine Sorge, man kann das alles wieder lösen. Da gibt es ganz viele Tipps im Netz, wo ihr euch informieren könnt. Es gibt massenweise Videos, nur immer drauf achten, dass das nicht von den Trollen ist. Ich bin da auch noch kein Profi, um das rauszufinden. Aber schaut euch das mal an. Die Zirbeldrüse. Da müssen wir mal eine extra Sendung machen. Das ist ja so ein Thema. Dadurch, dass uns das alles so verbohrt wird, auf der einen Seite lernt man das, dann kommt die Religion dazu, der Glaube dazu, dann ist man verwirrt. So ein bisschen in sich selbst und darf das auseinander rupfen, wie auch immer. Also ich habe auch mal meinen Religionslehrer gefragt, wie ich denn erkenne, dass ich glaube an Gott oder an irgendeine Religion, weil ich das nicht fühle. So, also ich fühle nicht, dass ein Gott da ist oder so. Da war ich, wie alt war ich da? Lass mich nicht lügen, um die 13 oder 14 etwa. Und dann sagte er mir, wenn du weißt, dass du glaubst, dann glaubst du. Da kann ich mir ein bisschen vereifern vor. Weil das ja das hat mir nichts gebracht. Also ich habe deswegen immer noch nicht geglaubt. Aber letztendlich sieht man auch da die Wissensgrenzen der Lehrer, die voll nicht mit solchen Fragen klarkommen. Das nächste, was dann war, also die nächste Frage, warum ich denn überhaupt glauben sollte. Weil, also ich dachte einfach, wenn ich nicht glaube, habe ich eine Stunde frei, weil ich nicht in Religionsunterricht muss. So, darum habe ich das gefragt, nicht weil ich irgendwie schon erwacht war oder sonst was, sondern weil ich eine Stunde frei haben wollte nur.
Und dann habe ich gefragt, warum ich denn überhaupt glauben sollte, was mir das denn bringen würde, zu glauben. Wichtig ist doch, dass ich an mich selbst glaube und nicht an irgendwen anders. Und dann musste ich zum Schuldirektor gehen und diese Frage mit ihm erörtern, warum ich nicht glaube. Ich habe diese Frage nicht mit meinem Schuldirektor erörtert, weil die Freistunde in eine Strafstunde verwandelt wurde. Ja, aber es hat mir doch damals schon arg zu denken gegeben, warum solche Fragen nicht angenommen werden. Man könnte das ja auch in der Klasse als Gruppenfrage erörtern, eine Schularbeit draus machen, sonst irgendwas, kreativ damit umgehen. Aber man hat es sofort im Keim erstickt. So. Und danach war ich natürlich unter Beobachtung, was das betrifft. Hat man sofort gemerkt. Also jetzt im Nachhinein wird mir das bewusst, warum dann gewisse Situationen aufkamen. Alles darauf zurückzuführen. Das ist echt lustig, was man mit Wissen alles machen kann. Ist echt schön. Ja, mein Tipp an euch, lasst das einfach nicht zu, dass ihr euch in so ein Konstrukt der Verwirrung schalten. Lasst das auch nicht zu, dass sie eure Jungen in eine Verwirrung schicken. Steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Am besten holt sie da raus. Lasst euch selber nochmal bilden dazu, macht das, nehmt das selbst in die Hand. Dazu ist es aber wichtig, dass ihr selbst mit eurem Wissen im Reinen seid. Sonst geht das nicht. Also ihr könnt euch darüber Klarheit verschaffen, was für euch relevant ist. Existenziell. Was ist denn für euch existenziell? Und auf diese Dinge reduziert ihr das. Da müsst ihr mal gucken, was da alles wegfällt. Da fällt ein ganzer Stapel weg. Ihr habt so viel Zeit auf einmal. Also wenn man die Zeit noch als relevant betrachtet, dann habt ihr so viel Zeit und könnt euch über so viel bewusst werden und könnt so viel wissen, wie ihr nur wollt. So, und ihr habt dann auch die Möglichkeit, das umzusetzen. Wenn ihr wisst, wer ihr seid und wenn ihr das zulasst, seid stark in euch und lasst euch nicht verwirren durch Medien, durch irgendwelche Verdrehungen der Wirklichkeiten. So wie mit den Zahlen. Heute haben wir auch den 16.06.2016. Ein wunderbares Glücksdatum. Ein sehr energievolles Tägchen haben wir heute, weil wir haben dreimal die 6. Yeah, wird uns weiß gemacht, ein Teufelssymbol. Aber das ist überhaupt gar nicht ein Teufelssymbol. Das ist das absolute Glückssymbol. Da sind positive Energien noch und nöcher drin und sie versuchen uns, die Elite hat sich das angeeignet, um Verwirrung zu stiften, um das wieder umzudrehen, um uns weg von uns selbst zu bringen, damit wir uns bloß nicht auf diese Zahl einlassen mit positiven Gedanken. Nein, nur negative bitte drauf von ihnen. Aber unser Wissen ist gefühlter. Und wenn wir das fühlen, dann spüren wir, dass das nach oben schießt. Wir machen die 6 einfach falsch rum. Und dann schießen wir ab in die Spiritualität, ab in den Kosmos der Unendlichkeit. Und habt keine Angst vor solchen Zahlen, vor solchen Verwirrungen. Das wird uns ganz oft vor die Nase gehalten, um unser Unterbewusstsein mit Angst zuzumüllen, um uns in einer Position festzuhalten und zu verharren, damit wir wie scheue Rehchen in der Lichtung stehen und sie nur noch
drauf zufahren müssen. Ihr habt das Wissen in euch. Wissen, ich sein. Das sagt er schon. Wissen, ich sein. Ich bin, ich will sein. Also will ich wissen. Darum, es ist in euch. Ihr müsst, vertraut euch selbst. Seid bei euch. Ja, es hat euch auch keiner gesagt, als ihr zur Welt kamt. Atme ein, atme aus. Man hat euch nicht erklärt, wie das funktioniert, sondern ihr habt das einfach gemacht. Ihr habt eure Fingerchen einfach geöffnet. Ihr tut das einfach. Auch der Schmetterling. Ich komme immer wieder gerne auf den Schmetterling zurück. Der schreibt nicht an den Oberschmetterling. Ich verpuppe mich jetzt und werde jetzt zum Schmetterling und siehe da, jetzt bin ich ein Schmetterling, sondern er ist es einfach. Er macht das, weil er das weiß, weil er ist. Und das können wir uns echt ständig sagen. Steht vor den Spiegel und sagt, habt euch gerne, habt euch lieb, das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht immer so einfach, aber das ist wichtig, um überhaupt anfangen zu können. Also wenn ihr euch nicht selbst liebt, dann wird immer ein Teil nicht ganz das Wissen, das ihr fühlt, nachvollziehen können, weil der Kopf einfach so dagegen ist, weil man so viel eingetrichtert bekommen hat und das hat sich über Jahrzehnte manifestiert. Das ist nun einfach mal so und das ist auch keine leichte Arbeit, das auch gerade als wenn man ein Junges hat, das man frei leben lassen möchte, dann ist das echt eine lustige Herausforderung, sag ich mal. Wenn wir das mit Humor sehen wollen, dann ist das lustig, diese verschiedenen Facetten der Personen wahrzunehmen, wie sie von einem Tief ins nächste fallen, nur weil ein Mensch frei ist. Wir können uns in die Pflicht nehmen, unsere Jungen darauf aufmerksam zu machen, dass sie das Wissen in sich tragen und dass sie sich selbst vertrauen und dass sie sich nur erinnern dürfen können, warum sie hier sind, wer sie sind, auch wenn es harte Rückschläge gibt. Also meine Kleine ist auch schon sehr selbstständig und sehr selbstbewusst und haut da manchmal Sprüche raus, die mich manchmal kurz staunen lassen, so, aber positiv. Also sie weiß, was sie will und sie weiß auch, wie sie das bekommt. Und sie lässt sich auch nicht davon abbringen, wenn sie was will. Sie sucht Mittel und Wege. Und genau das ist das, was man uns im Kindergarten, in der Schule und überall anders abtrainieren möchte, auch in der Ausbildung. Also ich habe Koch gelernt zum Beispiel. Ich hatte das Glück, dass ich noch eine relativ freie Ausbildung hatte. Das heißt, ich durfte mich auch kreativ einbringen. Aber meistens arbeitet man da strikt nach Regeln und genauso wie es dieser Betrieb erwünscht, Änderungen kann man dann machen, wenn man selber groß ist und sich verselbstständigt oder was, bla bla etc. Punkt. Eben alles Sachen, um unsere Kreativität einzuschränken. Und mein Junge ist noch so jung und sie kommt mir schon wie so eine uralte Seele vor. Es ist echt sehr schön. Also ich finde es schön und ich beneide sie darum, dass sie das machen darf. Ich beneide mich nicht darum, um die Blicke der anderen Eltern und um die Sprüche und um das Abwehren der schlechten und bösartigen Energien, die auf mein Junges abgefeuert werden. Auch von anderen Jungen, die das voll nicht nachvollziehen können, warum man jetzt den Dreck mit den Fingern anfasst und so weiter. Es ist echt enorm. Aber unsere Jungen wissen, was läuft. Sie wissen das viel besser als wir.
wir brauchen Ihnen da überhaupt nichts vorzumachen. Und es wäre doch eine Schande und ein sehr schlechtes für unser Urvertrauen, dass wir doch einfach so geschenkt bekommen von Ihnen, dieses zu missbrauchen und Sie mit Wissen zu füllen, was vielleicht gar nicht relevant ist für Sie. Vielleicht ist das für uns relevant, aber für Sie vielleicht nicht. Sie weiß, was sie will und sie weiß das in sich. Sie kann das aber nur dann rausfinden, wenn man den Raum hat, also wenn man die freie Entfaltung haben darf, wenn man die Menschen um sich hat, die einem das gönnen, die das abwehren, was da von außen kommt, auch wenn das mal weh tut. Und das tut ganz oft weh, das tut echt weh. Und es ist traurig mit anzuschauen, wie nicht ungezwungen unsere Jungen sein dürfen. So. Und es ist aber umso schöner zu sehen, wie mein Junges andere mitreißen kann, die genau in diesem Konstrukt schon gefangen sind. Die sind noch keine 4 Jahre alt und sind so im Konflikt mit sich selbst, weil sie in den Kindergarten gehen. Zu Hause war das alles toll, ich habe Aufmerksamkeit, ich bin zu Hause. Das haben sie gespürt. Und jetzt kommen sie in den Kindergarten und sie spüren, ich bin gar nicht so wichtig wie andere jetzt. So ein Blödsinn. Jeder Einzelne ist wichtig. Jeder Einzelne ist so wichtig wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen, die unser Körper zum Atmen braucht. Jeder Einzelne hat seine eigene Energie, seine eigene Schwingung, die wichtig ist für unseren Planeten, für die Mutter Erde, die auch von und mit diesen Schwingungen lebt. Wir sind das alles. Und das ist alles Wissen, das in uns liegt, tief verborgen, das wir jetzt rauskitzeln zusammen und weitergehen. Weil wir doch wissen, was wir wissen. Und wir wissen, dass sie nicht unbedingt wissen, was sie da tun. Und wissen, was sie da verbreiten. Und die meisten Lehrer und Ausbilder, die erzählen uns doch auch nur das, was man ihnen weiß gemacht hat. Weiß gemacht hat. Sie haben das, nicht jeder Lehrer hat das selbst überprüft, die Informationen, die in dem Laufe seines Lebens auf ihn eingeflossen sind. Garantiert nicht. Ich habe 2 Lehrer in meiner Schulbahn gehabt, die mich darauf hingewiesen haben, die sich tatsächlich damit auseinandergesetzt haben und mir gesagt haben, lerne für dich das, was du hier lernst, das Wissen, das man dir hier mitgibt, ist kein Wissen fürs Leben. Denke darüber nach. Das hat man mir ganz offen und ehrlich in einer 5-Minuten-Pause gesagt. Und da denke ich drüber nach. Und dieser Lehrer, diese Lehrerin, die hat mir dann auch nach diesem Spruch von ihr, ich habe Mathe, Chemie, Geschichte nie verstanden. Nie. Da war immer eine extreme Blockade. Und nach diesem Spruch kam dieser Moment bei mir zu Hause, wo ich euch erzählt habe, und dann habe ich das alles verstanden. Und da gehe ich schwer davon aus, dass diese Information, die sie mir gab, dass das Wissen, was man mir hier eintrichtern möchte, gar nicht fürs Leben ist, sondern ich für mein Leben lernen soll. Also schauen mit den Augen. Mein Vater sagt immer, klaue mit den Augen, aber klauen finde ich nicht gut. Darum schauen wir mit den Augen und lernen davon, was gut ist. Weil das geht direkt. Die Augen sind das Fenster zu unserer Seele. Korrekt? Mach die Fenster auf. Geht mal lüften. Alle Lehrer und sonstige
Gelehrten, die ihr doch den Jungen was beibringen wollt. Weil, ja, das ist eine absolute Farce, die ihr da abzieht, wo ihr bringt den Jungen was bei, ihr nehmt ihnen alles an Individualität, alles, was sie ausmacht, sie werden gleich geformt und das ist nicht gehört. Dass das, unsere Generation ist vielleicht die, die langsam aufwacht. Doch könnte es nicht sein, dass die nächsten Generationen die sind, die den Wandel vollbringen können. Das System legt einen Gang zu, schaltet zwei Gänge höher. Wir wachen auf, aber ich denke, dass unsere Jungen die sein werden, die das mit aller Macht, mit aller Liebe, die in ihnen wächst, wandeln können. Sie sind die, die das erreichen. So, das geht schon hunderte von Jahren, das geht nicht zack und dann sind wir befreit. Das ist eine Illusion, da dürfen wir uns nichts vormachen. Das ist auch Wissen, was man sich bewusst machen sollte, dass das nicht von jetzt auf gleich geht. Die Menschen bekommen immer so schnell Panik, jetzt bin ich aufgewacht, ich spüre das alles, es tut mir alles so weh, wie kann ich das abschalten? Abschalten geht nicht, du kannst dich einfühlen, du kannst dich mit einbringen, das finde ich am besten. Also wenn mich irgendwas blockiert, dann schaue ich in meiner Umgebung, was läuft da schief? Und wenn ich dann sehe, da sitzen 3 Menschen, die nichts zu essen haben, dann bringe ich ihnen was zu essen und dann ist das schon ein Stückchen besser. Und wenn ich dann sehe, da fällt eine ältere Dame hin, dann helfe ich ihr aufzustehen. Ob ich jetzt selbst gerade in die andere Richtung laufe oder nicht, das ist doch egal. Aber ich nehme das auf, was um mich rumgeht und bringe es wieder in Balance. Ich bringe es wieder in den Einklang mit sich selbst, so wie das alle, wir sind alle eins, wir können doch nicht, wenn ihr einen Schuh verliert, dann läuft ihr auch zurück und holt ihn euch wieder. Und jeder Mensch, der umfällt, ist eine Zelle von uns, eine Zelle von jedem Einzelnen. Und in jeder Zelle von uns steckt das Urwissen, in jeder Zelle. Darum versuchen sie ja auch, diese Zellen so zu verändern, dass auch da das Wissen verschwunden sein wird, wenn wir das weiter zulassen. Darum, hey Fliege, siehst du, mein erstes Auge. Sie putzt mir das jetzt frei. Entschuldigung. Zeichen zum Verantwortung durch die Fliege. Die ist auch sehr frei, ne? Die ist fast jedes Mal da, ne? Wenn wir eine Sendung machen. Ja, ich habe da auch mein letztes Bild, habe ich hier das Drehbuch. Eben, die Eliten schreiben das Drehbuch. Die Politiker lesen uns das vor, spielen ihre Rolle super. Also gerade die Merkel, die macht das ja echt mal super. Dass die noch in den Spiegel gucken kann? Kann die noch in den Spiegel gucken? Ich glaube nicht. Da bin ich jetzt gespannt, ob es da irgendeine Veränderung gibt. Gibt es bestimmt, nur in welche Richtung. Bis jetzt sieht das ja alles noch sehr gleich aus, finde ich. Zurück zum Thema. Die ziehen da echt ihr Ding durch und machen ihr Drehbuch. Wir kennen aber die Rollen und wir selbst können auch eine Rolle spielen, wenn wir das möchten oder nicht. Wir können in jeder Rolle spielen. Heute kannst du der Detektiv sein und morgen bist du der Hauptkommissar und übermorgen bist du der Richter. Dreh das doch mal um. Also das sind ja wir sind ja alle nur Privatpersonen. In Anführungsstrichen. Wir haben ja das Wissen, dass wir das wissen. Also können wir doch dieses Spiel genauso umformen. So. Auf jeden Fall ist das wichtig, dass wir das unseren kleinen, Entschuldigung, ich habe schon wieder so einen Frosch im Hals, da möchte irgendjemand was anderes sagen als ich. Netter? Aber ich lasse das nicht zu. Ich gehe meinen Text hier durch. Wir sind hier am letzten Bild angekommen, wie schon gesagt, mit der Klappe oben, ja, Drehbuch und das System Matrix. Wir haben das erkannt und ich
lehne es für mich ab. Also ich spiele gerne noch mit, wenn irgendjemand mit mir spielen möchte, aber im Moment scheint das nicht der Fall zu sein. So, ja, ich versuche einfach, mein Junges da, also meine Hauptaufgabe liegt auf meinem Jungen und natürlich auch jetzt mit euch meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse, meine Fragen, meine offenen Fragen mit euch zu teilen, um mit euch zu sein, um diese Energie zu ballen. Ballen. Kennt ihr Otto? Ball die Faust, sagt das Gehirn. Oder wer sagt das? Seht ihr? Aber wir brauchen keine Fäuste. Wir machen die Handflächen auf, weil wir nichts zu verbergen haben und wir strecken die Arme auf, auseinander, um uns ans Herz zu drücken gegenseitig, weil es das ist, worauf wir ankommen. Worauf es ankommt, Entschuldigung. Hei, hei. Meine Aufmerksamkeit liegt bei euch und auf meinem Jungen. Ihr könnt mir auch Mail schreiben, wie ihr das mit euren Jungen macht, wie ihr sie erzieht. Erzieht ihr sie überhaupt oder habt ihr lieber eine Beziehung zu ihnen? Oder seid ihr lieber der Mentor und sie selbst der Lehrer? Wie ihr das macht, könnt ihr mir gerne schreiben auf die Adresse maria@wakenews.net. Ich sage das extra langsam, damit ihr euch das schön aufschreiben könnt. Super, ne? Nochmal. maria@wakenews.net. Supi! An alle Eltern, habt keine Angst, wir machen alle Fehler. Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Wenn wir keine Fehler machen würden, wären wir keine Menschen. Und wichtig ist, dass wir unser Junges auf eine Ebene stellen, auf Augenhöhe, wie so schön gesagt. Das habe ich auch von einer Lehrerin gehört, die hat das sehr, sehr toll gesagt. Zeigt eurem Kind, hat sie gesagt, Junges, dass es gleichwertig ist. Es ist nicht dümmer als ihr, es ist nicht unwissender, es ist nicht kleiner und unfähiger als ihr, sondern also ich fühle das Gegenteil, wenn die Jungen sich ihrer Macht und ihres Wissens und ihrer Energie bewusst wären und die motorischen Funktionen nutzen könnten, weil sie schon so ausgeprägt wären, dann könnten wir Älteren uns erstmal hinsetzen und zuhören und frisch lernen wahrscheinlich. Also ich lerne ständig was Neues dazu, so weil man die Dinge einfach auf eine andere Art betrachtet. Man betrachtet sie nicht, sondern man empfindet sie, weil man mehr im Augenblick ist als anders. Die Jungen zeigen uns das, wie das geht, im Jetzt und hier zu sein und nicht sich über Kleinigkeiten den Kopf zu zerbrechen und das wahre, wahrhaftige, was gerade vor uns passiert, nicht wahrzunehmen, nur weil irgendwas, habe ich jetzt die Postchen abgeholt, muss ich da jetzt noch irgendwas machen, nur wegen so einem Gedanken übersehen wir ein breites Lächeln unseres Jungen, das uns stolz anlächelt, weil es ein 3 Striche gemalt hat und das für sie ein Dinosaurier ergibt oder sonst was. Das haben wir verpasst. Diesen Augenblick können wir nie mehr zurückholen. Das gibt es nicht. Darum ist es so wichtig, dass wir uns darauf wieder besinnen, im Augenblick zu sein. Achtet auf eure Jungen, lernt von ihnen. Und eben für die Eltern, seid Mensch, habt keine Angst davor, vor eurem Jungen Fehler zu machen. Ich habe auch meinem Jungen gesagt, das heißt nicht, ich will, sondern ich möchte bitte. Aber das ich möchte bitte
kam ich jetzt, also seit einem halben Jahr oder was, sah ich das nicht mehr. 3 Monate oder sowas vielleicht erst. Das habe ich so gefühlt, dass das ich möchte bitte ein Wille von mir ist und nicht ihr Wille. Wenn sie sagt, ich will, dann will sie das, dann ist das ihr Wille. Und ich möchte bitte fühlt sich für mich so an, wie wenn eine Energie eines anderen darauf liegt. Was ja dann nicht mehr, das ist ja schon Beeinflussung. Voll doof. Und jetzt sage ich zu ihr, nee, du willst. Und wenn jemand anders dann zu ihr sagte, nein, will gibt's nicht, das heißt, ich möchte bitte, dann unterstütze ich sie in ihrem Sein und sage, nein, sie will das, weil das ihr freier Wille ist. Sie kennt das noch, einen freien Willen zu haben. Wir kennen das nur, dass wir um unseren freien Willen kämpfen müssen. Freie Meinungsäußerungen und so weiter. Da müssen wir kämpfen für. Hallo, ich, die armen Spanier. Ich fühle mit euch. Das passiert. Oder das laute Weinen, um die Umgebung darauf aufmerksam zu machen, dass das Junge jetzt nicht genau das bekommt, was es jetzt will, in dem Augenblick. Es will es nicht später, sondern es will es einfach jetzt. Und wenn es das jetzt nicht hat, dann versucht es, das einfach in einem größeren Rahmen zu bekommen. Also verschafft sie sich Aufmerksamkeit von anderen. Vielleicht kommen ja andere dazu und sagen, ja, komm, gib's ihr doch. Und so, was ja auch ganz oft passiert. So. Da schön in der Mitte bleiben und da gibt es immer diese situationsbedingten Auseinandersetzungen mit sich selbst. Auch da scheut euch nicht davor hinzugehen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe gerade falsch reagiert, weil ich so und so gefühlt habe oder gedacht habe. Das ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Euer Junges wird stolz darauf sein. Es wird sich anerkannt fühlen. Dass ihr euch nicht auf diese Stufe runterbegebt, sondern dass ihr auch zu euren Fehlern steht und dass das Junge sieht, ah, ihr macht auch Fehler. Dann seid ihr ja gar nicht so groß, wie ihr scheint, weil ihr von der Körpergröße einfach größer seid. So. Und das Junge merkt, dass ihr das als gleichwertig ansieht und nichts anderes sollten wir tun. Dann sehen wir das Licht in ihnen, wie es strahlt, und dann lasst es strahlen. Lasst es strahlen, das Licht in euch und in euren Jungen, unterstützt das, fördert das und nehmt sie in Schutz vor anderen, die ihr blöd machen, weil sie systemkonform sind, systematisiert, sage ich immer so schön. Das habe ich gerade gesucht, darum der kurze Gedankenhänger. Ja, das ist, aber ich nehme das gerne extra durch für die Eltern, weil das ist ein sehr wichtiges Thema, wie gehe ich damit um, auch für mich. Für mich ist das auch alles noch eine Lernphase und eine Testphase. Aber das nehmen wir bald durch. Und dann hoffe ich doch, dass wir uns da gegenseitig Erleichterung verschaffen können und Gruppen ins Leben rufen, wo wir uns da gegenseitig unterstützen können. Okay. Unsere Aufmerksamkeit geht auf die Jungen, auf das Wissen der Jungen, okay? Wissen, ich sein. Merkt euch das, ich sein. Seid jetzt im Augenblick. Und jetzt im Augenblick geht es zu Ende mit meiner Sendung. Es war wunderbar mit euch zu sprechen, euch zu fühlen, mit euch zu sein im Augenblick. Wir hören jetzt noch zum Ausgang, hören wir noch den Steve Phillips mit dem Song We Are the 99%. Das könnt ihr euch auch merken, weil wir sind die vielen und sie die wenigen. Okay? Habt euch lieb. Wir haben euch auch lieb. Liebevolle Energien von euch, die euch bis zu meiner nächsten Sendung tragen. Die da ist am 23.06.2016, Donnerstag, live, 12 bis 13 Uhr. Dann fließen wir wieder gemeinsam.
Ist das gut? Und lassen die Sonne scheinen. Okay? Habt noch einen schönen Tag. Und gleich nach mir, nicht zu vergessen, Detlef, natürlich mit seiner coolen Sendung. Ich freue mich drauf. Ich muss mich auch ganz schnell beeilen, dass ich nach Hause komme und das einschalten kann. Also, es war schön mit euch. Habt euch lieb. Viel Spaß beim Sein. Tschüss. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. The 99% that will no longer tolerate the